Deswegen sagen die Gelehrten, das größte Heilmittel gegen Einflüsterung ist das Wissen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es gibt Brüder, die oft die Frage stellen, ja, ich habe Wudu gemacht und dann kommen halt nach dem Uringang Tropfen vom Glied. Was soll ich machen? Wir reden jetzt nicht von demjenigen, der das chronisch hat, die inkontinent sind. Das heißt, die können ihren Urin Gang nicht kontrollieren, bekommen einfach so Urin. So, diese Brüder haben Muswasa. Die können nicht ruhig leben. Der macht Wudu, guckt die ganze Zeit halt zum Beispiel, ja, ob er was hat. Ob er, dann betet er, dann merkt er irgendwas, oh, hört er auf zu beten, geht der Wudu machen. Kommt er wieder, betet, merkt wieder was. Geht wieder Wudu machen. Wallah, es gibt Brüder, die eine Stunde Wudu machen. Eine Stunde Wudu machen. Oder ein Gebet fünfmal wiederholen. Wegen der Unwissenheit. Wegen der Waswas und Unwissenheit. Dieser Bruder, würde er Wissen haben, so würde er wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, dass wir erstmal unsere Geschlechtszeile nach dem Uringang, nach dem Koten, womit sauber machen? Mit Wasser. So, das heißt, du wäschst dein Glied mit Wasser. Dann gibt es ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, dass wir eine Handvoll Wasser nehmen und auf die Unterwäsche spritzen. So, jetzt stell mal vor, du hast dein Glied gewaschen mit Wasser und du hast Wasser auf deine Unterwäsche gespritzt. So, was soll da noch passieren? Gar nichts passiert da. Das heißt, wenn du merkst, dass da irgendwas rauskommt, es war Wasser. Das heißt, deine Einflussung ist damit beendet. Keine Einflussung mehr. Das heißt, du hast dann Gewissheit, du kannst dann normal beten und dein Leben erleichtert sich. Aber das kommt nur von was? Von Wissen. Wallah.